Danke, dass ich heute hier sein darf und reden darf. Das ist für mich immer ziemlich spannend und ich hoffe, ihr habt genauso viel davon wie ich. Das möchte ich jetzt erstmal vorwegschicken. Die meisten meiner Predigten beginnen mit einem Geständnis und das ist jetzt vielleicht nicht wirklich ein Geständnis, aber auf jeden Fall ein bisschen Kindheitsflashback. Nämlich, ich bin immer... okay, hier geschehen Zeichen und Wunder. Ich bin immer mit dem Fahrrad zur Bushaltestelle gefahren, um mit dem Bus zur Schule zu fahren. Und jeden Donnerstag habe ich nicht unbedingt Umweg gemacht, aber ich bin direkt an der Bushaltestelle vorbeigefahren, um zum Bäcker zu fahren. Und ich habe, okay, das ist jetzt nicht ganz so geplant, wie ich wollte, aber gut. Ich habe meine Brezel gekauft und eine Wendy. Für alle, die die Wendy nicht kennen, ich sehe ein bisschen geschmunzelt. Danke. Also, Wendy ist eine Mädchenzeitschrift und es geht um ein Mädchen, das seit gefühlten 20 Jahren 15 Jahre alt ist und auf dem Reiterhof ihrer Eltern lebt. Und es geht um ihr Leben und so weiter. Und ich war 10 Jahre alt oder 11 und habe auf diese Art und Weise mein wöchentliches Taschengeld verbraten. Ich bekam doppelt so viel Taschengeld wie meine ganzen Klassenkameraden. Das heißt aber nicht, dass ich mehr Geld zur Verfügung hatte, denn damit habe ich jeden Montag Nachmittag die Busfahrt in die Stadt bezahlt, um zu meinem Klavierunterricht zu kommen. Ich weiß jetzt nicht genau, warum das so war. Ich glaube, meine Eltern wollten, dass ich Haushalten lerne oder sie hatten einfach keine Lust, mir jeden Montag das Geld zu geben. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich war es einfach eine Mischung aus beidem. Meine Brüder dagegen waren Spezialisten da drin. Jeden Samstagmittag, wir kriegen immer Samstagvormittag, haben unser Taschengeld bekommen, Samstagmittag sind sie immer zum Bäcker gegangen und standen geschlagene, ein, zwei Stunden, das war glaube ich so das Topmaß, vor diesem Süßigkeitenregal mit diesen ganzen kleinen Döschen und Schächtelchen und haben sich eine gemischte Tüte zusammengestellt. Und sie haben da gestanden und haben das ausbaldowert und ausdiskutiert, denn wenn sie zwei weiße Mäuse haben wollten, konnten sie nur vier Schlümpfe nehmen und nicht noch irgendwie eine Gummischlange oder Brausepulver oder so. Auf jeden Fall, das war für sie unheimlich wichtig. Und sie haben da jede Menge Zeit und Energie rein investiert. Ich finde das heute unheimlich süß. Und ich meine, ich freue mich jetzt noch, wenn ich da so eine kleine Döse mit diesen Schlümpfen sehe, weil ich die ab und zu immer noch mag. Aber ich finde es einfach süß. Und ich glaube, das finden wir viele hier auch noch süß. Die sind auch süß, aber das Ganze an sich. Ich glaube aber, die Geldeinteilung hat bei vielen von uns genauso angefangen. Ich weiß jetzt nicht, wofür ihr im Moment euer Geld ausgebt, aber wir müssen uns im Moment jetzt auch nicht mehr zwischen Gummischlangen und weißen Mäusen entscheiden, nehme ich mal an, sondern eher zwischen einer Urlaubsreise und einem Sofa. Also ich glaube, die Größenordnungen haben sich etwas verschoben. Und jeder von uns hatte immer seinen eigenen Weg, mit Geld umzugehen. Und ich glaube, vieles davon sieht man heute noch. Ich weiß jetzt nicht gerade, wie es bei euch aussieht, aber bei manchen kann man jetzt noch sagen, dass sie ihr Geld früher immer gespart haben und jeden Samstag, wenn sie, oder Sonntag, wann auch immer ihr euer Taschengeld bekommen habt, eine Mark ins Sparschwein ging und eine Mark dann halt für eine bunte Tüte drauf ging oder ob sofort alles weg war für Playmobil-Spielzeug. Ich habe keine Ahnung. Vieles lernen wir schon ganz, ganz klein. Und das meiste sieht man davon definitiv hinterher immer noch. Unsere Eltern haben uns in vielen Bereichen, da denke ich, den Rücken freigehalten. Ich meine, wir mussten damals ja nicht die Miete bezahlen, sondern halt nur unsere Gummisachen. Aber es heißt nicht umsonst, früh übt sich, wer ein Meister werden will. Und ich glaube, vieles, was wir früher im Kleinen gelernt haben, kommt uns heute unheimlich zugute. Denn ich denke, die meisten von uns wollen im Leben irgendwas erreichen. Und ich sehe hier ganz, ganz viele unterschiedliche Menschen. Ein paar von euch kenne ich ganz gut, ein paar so überhaupt nicht. Aber ich denke, jeder von euch hat einen Traum. Und diese Träume sind genauso unterschiedlich wie die Menschen, die hier sind. Und jeder wird seinen Traum auf irgendeine eigene Art und Weise verwirklichen wollen. Das Problem dabei ist, dass wir ganz, ganz oft zur Heldenverehrung neigen. Sondern wir sehen dann, jemand hat seinen Traum verwirklicht, jeder hat ein großes Ziel erreicht. Aber wir sehen ganz, ganz selten den harten Weg dahinter. Und jeder, der wirklich Erfolg hat mit irgendwas, wird auch bestätigen, dass das ein richtig harter Weg dahin war. Und wenn er das nicht sagt, dann lügt er. Behaupte ich jetzt einfach mal. Und ich glaube, es gibt vor allem zwei Sachen, die Erfolg vielleicht nicht garantieren, aber dem auf jeden Fall auf die Sprünge helfen. Und um das zu veranschaulichen, möchte ich auf ein Beispiel zurückgreifen, und zwar auf das Beispiel von König David.
Ich denke, die meisten kennen ihn. Das ist einer, das ist der prominenteste König vom damaligen Israel. Also zwei Erfolgsfaktoren. Der erste, sei im Kleinen treu und zuverlässig. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Bild schon kanntet, aber ich finde es total schön. Und bei diesem Bild denke ich immer so an das kleine Unschuldige, das gegen so dieses übergroße Hindernis steht. Und jeder von uns kennt die Geschichte von David gegen Goliath. Und ich gehe auch mal davon aus, jeder weiß, wie das ausgegangen ist. Das ist wieder so eine Heldenstory, die wir so gerne feiern. Aber ich weiß nicht, ob wir wirklich uns immer Gedanken darüber machen, was da überhaupt dahinter steht oder wie es überhaupt zu dieser Geschichte oder zu diesem Endergebnis im Endeffekt kommen konnte. David, der berühmteste König der ganzen Geschichte wahrscheinlich sogar, hat seine Riesenkarriere als kleines Nesthäkchen als Schafhirte begonnen. Er war der kleinste einer Riesenfamilie, von seinen Brüdern immer eher belächelt als wirklich ernst genommen. Er wurde mit seinem Essen von seinem Vater zum Essenverteilung geschickt. Also so sieht für mich jetzt nicht ein König aus. Also wer es nachlesen möchte, 1. Samuel 17, ist es immer mal wieder ganz nett. Aber gerade in dieser Abgeschiedenheit als Schafhirte entwickelt er ganz besondere Fähigkeiten. Und das ist zum einen sein großes Kampftalent und zum anderen sein wunderschönes Harfenspiel. Und gerade dieses Harfenspiel bringt ihm immer wieder neu die Gunst von König Saul ein. Das Ganze zu erzählen, sprengt jetzt hier den Rahmen, aber lest es euch nochmal durch. Die ganze Geschichte ist immer schöner als eine Seifenoper. Und David war aber dabei draußen, er hat musiziert und er war für die Schafe verantwortlich. Schafe waren eine Geldinvestition, er war für diese Investition verantwortlich. Und er hatte da draußen keine Hilfe. Er war da wirklich alleine mit seinen Tieren. Ich meine, er konnte ihnen vorspielen, aber ich glaube nicht, dass sie gute Gesprächspartner waren. Aber er musste sie beschützen. Und da gab es Löwen und da gab es Bären. Und er hatte die Verantwortung, dass diese Schafe heil bleiben und gesund. Und er musste sie beschützen. Also setzte er sich für deren Sicherheit ein. Und das immer wieder unter Einsatz von seinem eigenen Leben. Und es war ein super Training. Und dieses Training hat er tatsächlich gebraucht, um dann tatsächlich gegen diesen Riesen, gegen diesen Goliath zu kämpfen. Und ihn tatsächlich auch zu besiegen. Ich meine, es kommt dann dazu, dass er halt seinen Brüdern Essen bringt ins Kampfgebiet und keiner traut sich gegen diesen Riesen anzutreten und er kommt dann halt dahin und sagt, ja, okay, gut, ich mach's. Und dann gibt es noch ein kleines Detail, was ich unheimlich klasse finde, nämlich Saul will ihm seine königliche Rüstung geben. Ja? Das ist so, wie ich jetzt mit dem Porsche, den mein Chef nicht hat, vorfahren würde. Ja? Also ein richtig schönes Statussymbol, was er ihm da zur Verfügung stellt, was ihn repräsentieren soll. David zieht die Rüstung an und es passt nichts. Ja? Es ist alles viel zu schwer und es klappt nicht. Und er zieht in dem Kampf mit genau dem, womit er trainiert hat. Mit einem Stab, mit einer Steinschleuder und mit seinem Gottvertrauen. Und er gewinnt diesen Kampf. David war zufrieden damit, die Schafe zu töten. Also ganz ehrlich, ich hätte darauf keinen Bock, abgesehen davon, dass ich Schafe zwar süß, aber unheimlich stinkend finde, aber er hat die Aufgabe treu erfüllt. Und er hat was riskiert für diese scheinbar langweilige Aufgabe, die halt auch noch, überhaupt nicht anerkannt war von niemandem. Aber genau das hat ihn darauf vorbereitet, das zu werden, wozu er tatsächlich gesalbt wurde, zu dem größten König, den ganz Israel hatte. Ich will solche Aufgaben nie machen. Ich weiß nicht, wie es für euch geht, aber ich denke, die meisten von uns wollen keine Aufgaben übernehmen, die langweilig sind, Aufgaben, die uns nichts bringen. Ja, die wir irgendwo in einem stillen Kämmerlein haben. Weil wir immer Anerkennung möchten. Und das ist genau das Problem, denn wir verkennen ganz, ganz oft, dass genau diese Aufgaben das sind, die uns für das trainieren, was wir tatsächlich machen sollen. Und worin wir tatsächlich irgendwann Erfolg haben können. Ich denke, genauso ist es mit dem Lernen in der Ausbildung oder im Studium. Das Physikum ist immer so die schlimmste Phase. Und Freunde von mir, die das studieren, die sind nur am Stöhnen und am Genervtsein. Aber tatsächlich ist diese Phase so wichtig, denn wie will man später irgendwas reparieren, was man nicht kennt? Es ist so unerlässlich, dass wir uns diesen Phasen wirklich widmen und dass wir die tatsächlich auch durchziehen. Denn
Es braucht unheimlich viel Durchhaltevermögen. Und das Allerblödste dabei ist, dass wenn wir Sachen machen, die wir noch nicht mal gerne machen, die dann ganz oft auch noch mit Fehlschlägen oder Rückschlägen und Niederlagen zu tun haben. Die gehen nicht ohne Narben an uns vorbei. Und dann komme ich direkt zum nächsten Erfolgsfaktor. Fehler gehören zum Lernen dazu. Jedes Unternehmen und jede Privatperson, jeder Mensch, der was erreichen will, der wirklich was erreichen will, muss riskieren, Fehler zu machen. Und jedes Unternehmen weiß das auch. Ich meine, heute gibt es keinen Haushalt und schon gar kein Unternehmen ohne irgendeinen PC. Und das wurde nur durch Unternehmen gewährleistet, oder das können wir jetzt nur haben, weil sie ganz, ganz viel Geld und ganz, ganz viel Zeit in Ideenentwicklung investiert haben. Da kann man richtig was daneben gehen. Aber wenn wir aus diesen Fehlern lernen, dann sind sie die beste Schule, die wir überhaupt haben können. Und ein Mensch hat das wirklich verstanden. Und das war Tom Watson Senior. Und das war der Begründer von IBM. Und es gab mal einen unheimlich vielversprechenden jungen Manager. Und manche von euch kennen die Story vielleicht, ich finde sie unheimlich fantastisch. Er hat ein gewagtes Unternehmen durchgeführt und das ging tierisch in die Hose. Und das Unternehmen hat 10 Millionen Dollar verloren. Das war eine einzige Katastrophe. Und dieser junge Mann wird dann halt zu dem Mr. Watson gerufen und ist völlig nervös und völlig am Boden zerstört. Und um irgendwas Schlimmem zuvorzukommen, sag ich schon, also ich weiß, also ich glaube, Sie erwarten, dass ich jetzt kündige. Und der guckt ihn nur an und sagt, sind Sie verrückt? Wir haben gerade 10 Millionen Dollar in Ihre Ausbildung investiert. Es ist, glaube ich, schon die Frage, wie man solche Fehler aufnimmt. Und ich glaube, er hat dieses Prinzip wirklich verstanden. Fehler sind die beste Schule, die wir haben. Sie sind so notwendig. Denn es ist immer die Frage, in welchem Rahmen wir sie machen können. Ich fand und finde es immer noch unheimlich schrecklich, Fehler zu machen. Denn ich habe automatisch das Gefühl, dass wenn ich irgendwas falsch mache, ist alles, was ich eigentlich richtig mache oder was ich gut kann, automatisch nichts wert. Und es ist genullt. Und es ist einfach nicht mehr wichtig. Es ist eigentlich kompletter Blödsinn. Und theoretisch weiß ich das auch. Praktisch fühlt sich das aber halt immer ganz, ganz anders an. Und jede Freundin, die mir das erzählen würde, der würde ich einfach nur sagen, chill dich mal. Du bist ein Mensch, das gehört dazu. Aber es ist immer viel, viel leichter, gönnerhaft bei den anderen zu sein, als uns selber Fehler einzugestehen. Das Problem ist nur, wenn wir damit beginnen, unseren Selbstwert und unseren Fehlern zu messen, dann braucht man kein Einstein sein, um zu kapieren, das ist ziemlich bald im Eimer. Das ist so unnötig, denn gerade diese Fehler, die wir im Kleinen machen, können uns vor Fehlern bewahren, die viel, viel größere Auswirkungen haben und viel, viel größere Konsequenzen haben, als einfach nur unserem Ego einen kleinen Dämpfer zu verpassen. Ich habe das selber oft erlebt. Ein Fehler war bei uns in der Kaffeeleitung. Ich leite mit der Katrin zusammen das Awake. Und ich war tatsächlich sogar hier, als es passiert ist. Wir haben samstags immer unseren Großkampftag, weil gefühlt ganz Mainz bei uns ist. Und wir waren beide hier und hatten beide unser Handy auf lautlos, weil wir die Taufe von Moritz miterleben wollten. Und keine Sorge, das hatte nichts mit dir zu tun. Aber wir waren nicht genug vorbereitet. Und der Laden wurde gestürmt von Kunden, was unheimlich toll für den Umsatz war, aber eine ziemliche Katastrophe für unsere Mitarbeiter. Und eine ist länger geblieben, obwohl sie eigentlich weg musste und sie konnte uns nicht erreichen. Und es gab unheimlich viel Frust und es gab unheimlich viel Klärungsbedarf hinterher. Und es tat mir so leid. Es tat mir so leid. Es hat mir so weh getan, dass ich, weil ich die Situation nicht genug vorbereitet hatte, weil ich mir nicht genug Gedanken gemacht hatte, sie in so eine blöde Lage gebracht habe. Und seitdem ist jeder Samstag doppelt und dreifach abgesichert. Wir probieren es zumindest mitarbeitertechnisch und fragen alle an, wenn jemand ausfällt, ob noch irgendjemand als Spül-Backup irgendwie zur Verfügung steht. Weil wir wissen, was samstags passieren kann. Und es hat meinem Ego einen tierischen Dämpfer verpasst. Und es hat so weh getan, das einzugestehen und mich bei meinen Mitarbeitern entschuldigen zu müssen, dass ich nicht genug gesorgt habe. Aber wir probieren weiterhin unser Bestes. Und ich hoffe, dass es irgendwann einen Samstag gibt, der komplett ohne Katastrophen abläuft. Gott ist mächtig und wir vertrauen darauf. Jetzt wieder zu unserem Beispiel David.
David, dieser große König, hat schrecklichere Fehler gemacht und größere Sünden begangen, als wir hoffentlich je machen werden. Aber er hat, weil er das Herz seines Sohnes nicht kannte, diesem ermöglicht, seine eigene Schwester zu vergewaltigen. Er hat Ehebruch begangen und eine verheiratete Frau geschwängert. Und als er es nicht mehr vertuschen konnte, hat er versucht, ihren Ehemann umzubringen. Um diese Sünde einzusehen tatsächlich, musste Gott erst einen sehr mutigen Prophet zu ihm schicken, um ihn darauf hinzuweisen, weil er es selber nicht gesehen hat und nicht sehen wollte. Was mich immer wieder an Gott fasziniert, ist, dass er selbst solche schlimmen Sünden und solche schlimmen Fehler ja, ausradieren kann. Und dass wenn wir mit einem offenen Herzen zu ihm kommen und sagen, Gott, tut mir leid, ich habe Scheiße gebaut. Darf ich das so sagen? tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe, aber ich will es nie wieder tun. Dass wir an einen Gott glauben, der sagt, schön, dass du wieder bei mir bist. Der so die Arme nimmt und sagt, fangen wir doch nochmal von vorne an. Was das Fehlermachen angeht, sind mir immer wieder ein paar Sachen wichtig geworden. Und das Erste ist, nach bestem Wissen und Gewissen handeln. Ich meine, Fehler passieren durch Unachtsamkeit, durch irgendwas, was uns dazwischen kommt. Aber wenn wir uns wirklich Mühe geben, auch bei den Kleinigkeiten, dann können wir sagen, wir haben nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Wenn wir einen Fehler machen, ihn auch mal sehen, ihn überhaupt an uns ranlassen und uns eingestehen, okay, gut, da ist wirklich was schiefgelaufen, das ist manchmal schon echt sehr, sehr schwer. Und wenn wir selber das nicht sehen, uns von anderen darauf hinweisen lassen und das zu akzeptieren. Und eine Sache, nehme jeden Menschen so ernst, dass er es wert ist, sich bei ihm zu entschuldigen. Meine Mutter ist für mich da ein Riesenvorbild. Also selbst als wir kleine Kinder waren und sie gemerkt hat, sie hat falsch reagiert oder sie hat eine Situation zu schnell beurteilt und Paul hat mich hier doch zuerst gehauen und nicht umgekehrt. Und sie halt zuerst dann Michel ausgeschimpft hat. Aber sie hat sich bei uns entschuldigt. Sie hat sich bei uns dreijährigen Knirpsen entschuldigt. Und bis heute finde ich das so wertvoll. Weil wir machen Fehler. Dauernd. Und ganz, ganz oft werden dadurch auch andere Menschen verletzt. Aber wir können durch eine Entschuldigung so, so viel davon wieder heilmachen. Der nächste Punkt ist, da steht's, nach bestem Wissen und Gewissen handeln mit dem neuen Wissen. Ich denke, jeder Fehler birgt immer eine Chance, wirklich was zu begreifen. Wenn wir das, was wir begriffen haben, etwas für uns erkannt haben, wenn wir das wieder in unser Handeln mit einbeziehen, dann können wir wieder nach bestem Wissen und Gewissen handeln, bis zum nächsten Fehler. Ich weiß jetzt nicht, wo jeder von euch gerade drin steckt. Ich weiß ungefähr, was ein paar von euch machen, aber ich habe keine Ahnung, wie es gerade in euren Herzen aussieht. Und auch wenn ich es weiß, ist es für mich unheimlich schwer, mir selber immer wieder einzugestehen, dass ich nicht perfekt bin. Ich meine, ich weiß das, aber trotzdem, das zu spüren bekommen, ist einfach nochmal eine andere Geschichte. Aber wenn wir auch in scheinbar unbedeutenden Situationen und an kleinen Aufgaben gewissenhaft und zuverlässig sind, dann qualifiziert uns das, größere Sachen in Angriff zu nehmen. Und mit unseren Fehlern diese Sachen trotzdem dafür einzusetzen und die Verantwortung zu tragen. Ein afrikanisches Sprichwort finde ich unheimlich klasse, das sagt immer, das was du tust, spricht lauter als das was du sagst. Und ich glaube, das haben wir selber schon ganz oft erlebt, aber wenn ihr jetzt mal überlegt, wenn ihr jemandem eine Aufgabe anvertrauen wollt, wem wollt ihr sie geben? Wollt ihr sie jemandem geben, der immer ganz laut redet? Und immer hier schreit, aber auch die kleinsten Sachen nicht hinbekommt, der nichts auf die Reihe bekommt? Oder wollt ihr jemandem eine Sache anvertrauen, der vielleicht nicht immer laut ist, der dafür aber auch im Kleinen treu ist und auf den man weiß, man kann sich verlassen? Die Katrin ist dafür immer für mich ein Riesenbeispiel. Ich weiß, ein paar von euch kennen sie, deswegen kann ich das Beispiel bringen. Die Katrin leitet mit mir zusammen halt das Café und ich bin ja später zugekommen. Das heißt, sie war diejenige, die das Café eigentlich mit dem Philipp, den ihr nächste Woche seht, so richtig aufgebaut hat. Und sie war von Anfang an auch bei der Kia-Gründung dabei. Und das Ganze hat so angefangen, dass sie
sich dazu bereit erklärt hat, jede Woche immer beim Gottesdienst die Programmzettel auf die Stühle zu legen. Meist ist eine richtig langweilige Aufgabe. Aber sie hat es verlässlich gemacht. Und das war so der erste Schritt der Mitarbeit, den sie getan hat. Und es ging immer weiter. Sie hat immer mehr Verantwortung bekommen, weil jeder gesehen hat, alles, was sie macht, macht sie mit bestem Gewissen und macht sie aus dem Herzen. Auch wenn es jetzt kein großes Prestige bringt, aber sie ist verlässlich. Und heute rockt sie das Awake. Und kriegt Buchhaltungssachen hin, bei denen mir schon längst der Kopf sowas von durchgeknallt wäre, weil ich mit Zahlen überhaupt nicht kann. Deswegen bin ich so froh, dass sie da ist, weil sie immer den Überblick behält und egal, was gerade schief läuft oder wenn ich wieder irgendwelche Mitarbeiterkonstellationen durcheinander gebracht habe, ich immer fragen kann und sie mir immer alles sagen kann. Und das ist total toll. Und diese Powerfrau hat ganz klein angefangen und hat aber im Großen so viel gerockt. Sowohl beim Rake als auch bei Kia. Was ich so toll daran finde, ist, dass Jesus uns das eigentlich schon längst gesagt hat. Im Lukas-Evangelium heißt es über die Treue: Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch im Großen ungerecht. Und ich liebe dieses Bild. Wer sich für zu wichtig hält für kleine Aufgaben, ist meistens zu klein für wichtige Aufgaben. Und da wäre jetzt meine Frage an euch: Wofür haltet ihr euch zu wichtig? Wenn es David als Vorbild nicht genügt, dann vielleicht Jesus als Ratgeber. Ich bin ganz oft nicht bei irgendeiner Sache dabei, weil ich erstens in meinem Kopf dauernd Sachen durcheinander bringe oder weil ich schon bei irgendwas anderem bin oder ich einfach viel durcheinander bringe. Und deswegen bin ich ganz, ganz selten halt bei einer Sache wirklich dabei. Und ich lerne es immer wieder. Wenn ich mich tatsächlich immer wieder auf die Sachen konzentrieren würde, die ich tatsächlich gerade mache, würde ich vielleicht sogar mehr erreichen können. Und ich hätte immer wieder mehr das Gefühl, den Tag wirklich erfolgreich genutzt zu haben. Ich lerne es immer noch, im Kleinen treu zu sein. Und ich hoffe, dass ich es irgendwann im Großen ganz, ganz doll bin. Und ich meine, Gott hat uns so ein ewig langes Leben gegeben. Und wir haben jede Menge Zeit zu lernen und Fehler zu machen. Und was zu riskieren, damit wir was erreichen, das sich wirklich lohnt. Deswegen, ich glaube, jeder von uns hat Träume und jeder von uns kann erfolgreich daran sein, sie zu verwirklichen. Und deswegen die beiden Erfolgsfaktoren. Seinen kleinen Träumen zuverlässig und Fehler gehören zum Lernen dazu. Wir von Kia haben den Traum, dass der Himmel in diese Welt einbricht. Und in unsere Stadt und in unser Leben. Das ist unser Motto, das sagen wir bei jedem Event, kommt es immer irgendwo vor. Also wenn ihr mal da wart, ihr werdet es irgendwo hören. Und ich glaube, dass ein Stück Himmel in dieser Welt Verlässlichkeit ist. Es klingt unheimlich langweilig. Ja? Nach, keine Ahnung, ich will jetzt jemandem zu nahe treten. Buchhalter. Ist sehr gemein, Katrin ist Buchhalter, das ist überhaupt nicht langweilig. Aber Verlässlichkeit ist so wichtig. Und ich träume von einer Welt, in der man sich auf andere verlassen kann. Und ja, dass wir lernen, uns selber gegenüber gnädig zu sein mit unseren Fehlern. Denn das Allerbeste daran ist, dass wir an einen Gott glauben, der mit uns gnädig ist. Und wenn er mit uns gnädig ist, dann können wir uns unsere Fehler auch selber verzeihen. Und immer wieder was riskieren, um wirklich was zu erreichen. Für uns und für ihn und für Living Room und für was auch immer. Deswegen macht es richtig und riskiert was dabei. Als Abschluss. Dankeschön. Pia, vielen herzlichen Dank für den Input. Wir dürfen es im Kleinen ausprobieren, wir sollten es im Kleinen ausprobieren und da üben. Und dabei dürfen wir auch immer wieder Fehler machen. Das sind super Punkte, die wir, glaube ich, in jeder Woche sehr gut umsetzen können. Also an euch die Ermutigung, es einfach vielleicht ab heute mal auszuprobieren, nicht erst ab morgen. Wir werden gleich zusammen noch ein Lied singen. Aber vorher noch die Information, die Lounge hat gleich wieder geöffnet und es gibt mal wieder was zu essen, es gibt Brezel und Spundekäse. Also herzliche Einladung, noch hier zu bleiben, Zeit mit uns zu verbringen, ins Gespräch zu kommen
und einfach ja, hier noch ein bisschen zu chillen, vielleicht ein bisschen rauszugehen. Die Sonne scheint wieder ein bisschen. Yeah, endlich. Perfekt. Morgen ist der Charity Run, daran nochmal kurze Erinnerung. Und wir wollen auch gerne heute dafür sammeln. Das heißt, falls ihr irgendwie so ein kleines schlechtes Gewissen habt, weil ihr morgen nicht laufen wollt oder keine Zeit habt oder sonst was, oder falls ihr auch trotzdem lauft, dann dürft ihr gerne eine kleine Unterstützung hier reingeben. Denkt dran, es geht darum, dass eine richtig coole Einrichtung hier in Mainz ein Jahr lang seine Miete nicht zahlen kann. Und wir möchten es gerne unterstützen, möchten gerne da irgendwie Helfer sein. Vielen Dank schon mal für eure Gaben. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend. Schön, dass ihr da wart. Und nächste Woche zum Go Life Plus um 19 Uhr sehen wir uns wieder hier. Kommt gleich, ja, super. Ich muss ja mal ganz kurz sagen, ich habe eine echt tolle Chefin. Ich merke es immer wieder. Und ich glaube, ich habe noch einen viel größeren Chef, der so krass ist und von dem, was du erzählt hast. Schleimer. Ich höre leider dort bald auf, deshalb bringt mir nichts mehr langfristig. Deshalb tut mir echt leid. Wir werden nochmal das Lied von vorhin singen, dass wir sie lernen und nochmal richtig kennenlernen. Geht nochmal alle dazu rauf. Tears falling.
Genießt die Lounge, genießt Gott, genießt die Zeit.